Kurznachrichten. Das deutsche Steuerrecht ist eines der schwersten, da kann es schon ab und an mal vorkommen. Ex-AfD-Chefin Frauke Petri muss erneut wegen Steuerhinterziehung vor Gericht. 2020 wurde sie freigesprochen. Vorwurf, sie hat Fördermittel unrechtmäßig verwendet. Dies teilte ein Sprecher des Leipziger Landgerichts der Deutschen Presseagentur auf Anfrage mit. Kurznachrichten für den 10. Juni 2021, ein Donnerstag. Garantien dafür, dass die Ukraine der Nordatlantischen Allianz nicht beitreten wird, gibt es nach Ansicht von Russlands Präsident Putin nicht. Er lehne die Position jener ab, die die Möglichkeit eines NATO-Beitritts Kiews nicht ernst nehmen. Das sagte der russische Staatschef in einem vom TV-Sender Rossiya 24 am Mittwoch ausgestrahlten Interview. Das Moskauer Stadtgericht hat gestern die Antikorruptionsstiftung FBK des Kreml-Kritikers Nawalny als extremistische Organisation anerkannt und seine unverzügliche Abschaffung gefordert. So der Pressedienst des Gerichtes. Trotz einer klaren Absage der Bundesregierung dringt die Ukraine weiter auf deutsche Waffenlieferungen. Die weißrussische Oppositionsführerin Tichanowskaja hat zur Bildung eines internationalen Tribunals aufgerufen, um die Staatsführung in Minsk zur Rechenschaft zu ziehen. Das Ganze im sicheren Prag. 10 Tote gab es bei einem Angriff auf einen Minenräumtrupp in Afghanistan. Neue Korruptionsvorwürfe gibt es gegen die de facto Regierungschefin in Myanmar. US-Präsident Joe Biden widerruft die Maßnahmen von Donald Trump gegen TikTok. Das Pentagon ordnet den militärischen Fokus auf China an. Der neue Bericht der Münchner Sicherheitskonferenz zeigt, dass immer mehr Länder sich von Russland und China bedroht fühlen. Die Autoren beschwören die transatlantische Einheit von der EU und den USA gegen autokratische Regime. Man kann auch sagen, faschistische Propaganda beginnt allmählich zu wirken, allerdings nicht so sehr in Deutschland. Das spricht dafür, dass zumindest die Bevölkerung aus der Geschichte gelernt hat. Die politische Kaste scheint denen zu dienen, die nicht lernen wollen. Der Bundestag debattierte gestern anlässlich des 80. Jahrestages des Überfalls Deutschlands auf die Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg. In Hessen wird gegen mehrere Polizisten ermittelt, die sich unter anderem an rechtsextremen Chats beteiligt haben sollen. Das gab die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main raus. Die Stiftung George Soros Foundation erhält jährliche finanzielle Mittel vom Bund. Das ergibt sich aus einer Antwort der Bundesregierung an den AfD-Abgeordneten Friesen. Der Politiker kritisiert diese Praxis. Die Stiftung betont ihre Arbeit der Demokratieförderung. Müllmänner haben am Mittwoch in Paris gegen die Reform des öffentlichen Dienstes demonstriert. Sie sind in ein Bürgermeisteramt eingedrungen und haben dort randaliert. Auf einem Militärstützpunkt in Texas kam es zu einer Schießerei. Der tschechische Staatspräsident Miloš Zeman wird heute von Bundespräsident Alexander van der Bellen in der Hofburg Wien empfangen. Die US-Regierung hat einen milliardenschweren Vorvertrag mit dem US-Pharmakonzern MSD zum Kauf eines experimentellen Coronavirus-Medikaments abgeschlossen. In Deutschland gibt es einen Skandal um Corona-Test-Kits. Die Testabrechnungen kosten den Staat hunderte Millionen. Das ist das Ergebnis einer Recherche von Süddeutscher Zeitung, WDR und NDR. Krankenhaushygieniker fordern ein Ende der FFP2-Maskenpflicht. Alltagsmasken schützen besser. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt auf 19,3. Das Robert-Koch-Institut meldet 3.187 Neuinfektionen. Laut STIKO bleiben etliche Menschen trotz Corona-Impfung ohne vollständigen Schutz. Die G7-Staaten wollen ihre Gesundheitssysteme stärken. In Leipzig wird der Tod eines Mannes nach einer Impfung untersucht. Vom Westen bis in den Nordosten ist es heute sonnig. Vom Süden bis nach Sachsen-Anhalt und Brandenburg Schauer sowie einzelne Gewitter. Es besteht weiter die Gefahr lokaler Unwetter. Morgen freundlich, am Samstag durchwachsener. Sonntag wieder viel Sonne. Alternative Music.